Okay, das ist ein indirektes Forstthema. Es ist mehr ein Entwicklungsthema, ein Thema, wo man seinen Quellcode öffentlich ablegen kann oder auch nicht öffentlich verwalten kann, wenn man das nicht auf der eigenen Infrastruktur machen möchte. Und da gibt es ja so Dienste wie GitHub oder GitLab. Und ich benutze jetzt seit einem Jahr einen Dienst, der heißt Source Hut. Den seht ihr jetzt hier gerade. Und der ist noch recht unbekannt. Der ist auch noch im Alpha-Stadium. Public Alpha wird das genannt. Funktioniert aber schon sehr gut. Habe da noch keine Probleme oder Ausfälle gehabt. Aber er hat noch nicht den Funktionsumfang, den sich der Entwickler dort vorgestellt hat. So, was ist das Ganze? Ich habe dort einmal die Möglichkeit, über die Protokolle Git oder Mercurial meine Quellcode-Daten abzulegen und zu verwalten. Insofern sehr ähnlich wie GitHub. Ich habe die Möglichkeit, einen Bug-Tracker dort zu führen, also Fehlermeldungen auch von Benutzern zu verwalten. Es gibt Mailinglisten, es gibt Continuous Integration-Geschichten, das heißt, ich kann meinen Quellcode automatisch testen lassen. Es werden dort auf der Plattform dann virtuelle Maschinen gestartet, die unter Linux und verschiedenen BSD-Systemen zum Beispiel die Software dann kompilieren und ausprobieren und Unit-Tests fahren und dann entsprechend zurück reporten, ob das funktioniert hat. So, der große Unterschied ist jetzt einmal, dass hinter diesem Dienst keine Firma steckt, sondern ein einzelner Programmierer, nämlich der Drew DeWalt. Und der hat es geschaffen, weil er unzufrieden war mit den bisherigen Diensten, insbesondere mit der Tendenz der bisherigen Dienste, irgendwie zu versuchen, Geld aus den, ja, Geld herauszuziehen aus den Leuten oder aus den Daten der Leuten irgendwie Geld rauszuziehen. Und er sagt halt, dass er diesen Dienst aufgebaut hat als Dienst, so wie er den auch selber gerne nutzen würde. Und der keine Motivation hat, das irgendwann mal zu verkaufen oder irgendwie anders zu monetarisieren. Das Ding ist, oder man kann es kostenlos benutzen. Es gibt aber auch hier den Punkt Pricing. Und da gibt es den Unterschied zwischen Amateur-Hackers, Typical-Hackers und Professional-Hackers. Und wenn man sozusagen Amateur-Hacker ist, das sind so die Leute, die gerade anfangen oder vielleicht im Studium stecken und deswegen das da benutzen wollen, die zahlen $2 pro Monat. Der typische Hacker, und das ist ein Account, den ich habe, der kostet $5 pro Monat. Und der Professional-Hacker wäre jemand, der sein Geld wirklich damit verdient. Und deswegen, aber ihr seht, überall steht Includes Access to All Features. Also es gibt zwischen diesen Leveln gibt es keinen funktionalen Unterschied. Alles ist gleich. Auch derjenige, der nichts zahlt und sich anmeldet, kriegt trotzdem alle Dienste und kann alles benutzen. Dem Entwickler von diesem System geht es halt darum, dass er seine Infrastrukturkosten, die er da hat, die Server, die er laufen hat, dass er die bezahlt kriegt. Und dass er vielleicht ein bisschen noch dazu verdient von der Zeit, die er da reinsteckt. Aber es geht nicht darum, jetzt irgendwie eine Firma und irgendwie spekulative Wachstum einer Firma damit zu finanzieren. Und das gefällt mir sehr gut. Das ist Grund Nummer eins, warum ich das benutze. Grund Nummer zwei ist, dass das ganze System wunderbar schlank, schnell ist und ohne JavaScript funktioniert. Das sind Webseiten, die sind modern, die sind zwar relativ simpel aufgebaut, funktionieren aber schön, sehen nicht veraltet aus, finde ich. Und man kann damit mit sehr gut arbeiten und auch die Dienste, also zum Beispiel das Git Checkout und so weiter, da hat er sich große Mühe gegeben, das zu tunen, zu optimieren. Ich werde jetzt hier nicht reingehen, weil ich dort einige Kundenprojekte habe, die ich nicht zeigen darf. Aber man hat das hier, man hat hier den Git Checkout, man hat die Builds, das ist das Continuous Integration, man hat den Tracker mit To-Do-Lists. Und es funktioniert halt auch auf der Kommandozeile mit einem Textmodus-Browser, es funktioniert auf irgendwelchen alten Betriebssystemen, weil halt kein JavaScript drin ist, es ist alles reines HTML.
Und ja, das mag ich. Und vielleicht möchte der eine oder andere sich das hier vielleicht auch mal angucken. Und weil es noch nicht so bekannt ist, dachte ich mir mal, ich zeige es hier rum, mal rum. Und damit bin ich auch schon durch. Hättet ihr noch Fragen dazu? Super cool. Ich habe keine Frage, sondern einen Kommentar. Das Pricing-Modell ist so wie bei Linux Weekly News. Da kann man sich auch aussuchen, wie viel man zahlen möchte im Jahr und hat dann aber den vollen Funktionsumfang. Finde ich gut. Ja, der Drew DeVault, der das Ganze macht, der ist dem einen oder anderen auch vielleicht bekannt von dem Projekt Sway. Das ist der i3 Window Manager für Wayland. Und es gibt ja unter uns einige, die i3 benutzen und das vielleicht auch mal unter Wayland ausprobiert haben. Ich habe noch eine Frage dazu. Und zwar, wie steht mit, was ich habe, ich weiß, Twitch und YouTube und GitHub sind alle böse. Aber was diese Plattformen alle anbieten, ist eine Sichtbarkeit zu erhöhen. Wie schaut es aus mit Source Hut? Wenn du, kannst du das auch deine Projekte aktiv bewerben? Können Leute dich finden? Es gibt noch keine Suche, aber ich glaube, das ist auf der To-Do-Liste drauf. Ich kann meine Projekte öffentlich machen. Dafür muss man aber jetzt den Kürzel des Benutzers kennen, um dorthin surfen zu können. Also was auf GitHub und auf GitLab sicherlich besser ist, ist, dass man gefunden wird. Was wahrscheinlich irgendwann mal gebraucht wird, ist eine Metasuchmaschine über diese Repository-Dienste. Ich finde es eine tolle Sache. Ich möchte immer anmerken dazu, wir sollten versuchen, trotzdem sehr, sehr sichtbarer zu werden und noch mehr junge Leute zu bekommen. Und Ja, was ich mache, ist, ich mache meine Sachen erstmal auf Source Hut und wenn die dann soweit sind, dass ich sie auch öffentlich machen möchte, dann mache ich eine Kopie auf GitHub. Und man kann Source Hut mit GitHub auch verbinden, insofern, dass man da dann, wenn man auf Source cool. Hut einen Push macht, dass das auf GitHub auch gleich erscheint. Der Uli hat eine Frage. Genau, auch eine Anmerkung. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit einem anderen GitHub-Klon, der sich Gox nennt. Eine sehr einfache Installation und kann man eben selber hosten und hat viel der Funktionalität von GitHub und sieht auch sehr weit und sehr ähnlich so aus. Also das wäre noch eine Alternative. Ob das mit oder ohne JavaScript geht, habe ich nicht geguckt. Aber Ja, aber das ja. ist der Unterschied zwischen Self-Hosting und jemand hat es draußen im Netz für mich. Genau, das ist richtig. Genau. Also wenn es Open Source ist, könnte ich es ja auch selber hosten. Ja, Source Hut kann man auch selber hosten, aber das ist halt auch ein Dienst, der. Ja, dann muss ich aber von außen erreichbar sein und ich bin das nicht. Ja. Wenn man selbst so hosten möchte, dann ist das eine Alternative. Da kann man Source Hut nehmen, aber man kann auch Gox nehmen. Zum Beispiel. So. Und natürlich ist total toll, wenn man auch irgendwo Geld hingeben kann und die sorgen dann dafür, dass die Repositories 24/7 verfügbar sind. Das muss man sonst ja selber machen. Okay, vielen Dank.